Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Decker, ich bin Naturfilmer und Geograf aus Bonn. Der Winter hat uns hier mittlerweile ganz gut im Griff und es ist jetzt so Mitte Januar sicherlich nicht die optimale Zeit für die Wildtierfotografie, aber man weiß sich zu behelfen, wir haben uns ein kleines Projekt ausgedacht. Ich bin heute hier im Haus der Natur mit dem Yannick verabredet und ja, wir zeigen euch mal, was wir uns überlegt haben. Viel Spaß! Morgen. Ja, willkommen. Frohes Neues. Frohes Neues, ja. Die müsste es sein, ne? Richtig. Bitte. Nehmen wir noch ein paar Schrauben mit für den Eichelherd. Okay, bereit? Auf! Wir gehen jetzt auf die Streuobstwiese, direkt neben dem Haus der Natur. Und da bauen wir dann eine Vogelfütterungsstation. Ist auf jeden Fall einiges los, wenn ich mir das hier so angucke. Mal ein Rotkehlchen. Warte mal. Da sind vermutlich Sumpfmeisen. Das ist auch nicht unbedingt die Art, die wir bei uns im Garten haben. Aber das wäre ja echt schön, wenn die an die Fütterung rankommen würden. Bin mal gespannt. Wir graben ein Loch, um einen toten Stamm bzw. einen größeren Ast dort einzubuddeln, in den wir dann Löcher bohren können, um Futter zu verstecken, damit die Vögel was zu suchen haben. Das Rotkehlchen, das mag es gerne im Gebüsch und es brütet auch im Gebüsch. Und wir versuchen es ihm so heimelig wie möglich zu machen. Dann lassen wir mal ein bisschen Gestrüpp suchen. Ach guck mal, da vorne ist praktischerweise schon was. Hier ein paar so kleine Äste einfach. Genau. Gestrüpp. Aber das reicht im Prinzip schon. Es geht nur darum, dass die Vögel etwas zum Anfliegen haben und sehen, es ist ein bisschen sicherer Raum. So, wir haben hier auch noch ein kleines Futtersilo aufgehangen und da oben ein paar Meisenknödel. Ganz wichtig, wir haben hier so ein kleines Drahtgestell aufgehangen. Also nicht unbedingt die Meisenknödel in den Netzen nehmen, da verheddern die sich nämlich gerne drin, das ist nicht so gut. Lassen wir das Ganze hier erstmal so ein bisschen in Ruhe. Die Tiere müssen das Ganze ja auch erstmal überhaupt mitbekommen, dass hier was ist, müssen das annehmen, wobei ist eigentlich schon geschehen. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach morgen oder übermorgen früh, kommen wir nochmal wieder hierher und dann schauen wir mal, ob wir Glück haben. Ich liebe diese klirrend kalten Vormittage im Dezember. Wenn in den frühen Morgenstunden noch viele in den warmen Federn liegen und kaum Spaziergänger hier draußen sind, mache ich mich mit Kamera und Tarnzelt auf den Weg in den Wald. Die Fütterung steht jetzt seit wenigen Tagen. Yannick hat jeden Morgen frisches Futter hingebracht. Sämereien, ein paar Haselnüsse, Erdnüsse. Und ich bin gespannt, ob die Fütterung angenommen wurde. Zwei Stunden sitze ich jetzt hier und dann passiert das, womit ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet hätte, womit man hier im Rheinland eigentlich nie rechnet.
auf einmal alles ganz schnell. Ich bin froh, dass wir die Fütterung bereits vor einigen Tagen angelegt haben. Denn so müssen die Vögel bei diesen eisigen Temperaturen nicht erst lange suchen und wertvolle Energie verbrauchen. Häufigste Vogelart in Deutschland. Das Interessante ist, passt auch super zur Vogelfütterung, dass man nämlich an den Futterstellen meistens die Männchen entdeckt jetzt im Winter, denn die Weibchen sind in den Süden gezogen und deshalb ist sein wissenschaftlicher Name Fringilla coeleps, das heißt der im Zölibat, also ohne Weibchen lebende Fink. Ja, das Männchen ist viel aufwendiger gefiedert, viel bunter. Kleiber ist ja von dem Namen, also es ist ein Handwerkerberuf gewesen, der halt mit Lehm gearbeitet hat. Und die Kleiber, die verkleben auch ihre Baumhöhle, damit nicht alle Räuber reinkommen können, halt auch mit Lehm. Kleiber und Buchfink habe ich erwartet, natürlich auch diverse Meisen, Kohlmeisen, blaue Meisen waren da. Rotkehlchen habe ich ein paar schöne Bilder gehabt. Und wir hatten noch einen Gast, die sehe ich also zumindest bei uns im Garten nicht alle Tage. Es müsste meines Erachtens nach ja ein Sumpfmeise sein. Ne? Ich war mir nicht ganz sicher, weil es gibt ja tatsächlich nicht nur die Sumpfmeise, sondern auch die Weidenmeise. Hier den Kopf, das ist glänzender, ein glänzendes Schwarz und bei den Weidenmeisen ein mattes Schwarz. Dann überlasse ich es euch jetzt mal zu beurteilen, ob das jetzt ein glänzendes Schwarz oder ob das jetzt ein mattes Schwarz ist. Die Fütterung, das ist natürlich auch einfach eine schöne Sache, weil man auch die Vögel beobachten kann. Man sieht ja, was für tolle Aufnahmen man dann auch hinkriegen kann. Aber was halt auch wirklich wichtig ist, um wirklich auch die verschiedensten Vögel zu schützen und zu fördern, das ist, wenn man einen Garten hat, der ganz viel Vielfalt bietet und vor allem kann man da auch ganz viel machen, indem man heimische Hecken pflanzt, ja? Also zum Beispiel Wacholder, auch die Brombeere mal in einem Gebiet wuchern lässt, wenn man Vogelbeere hat, wenn man Wildrosen hat etc., also die verschiedensten Wildhecken, da finden die Vögel halt nicht nur Futter, sondern halt dann auch Gebiete, wo sie dann auch brüten können. Das war jetzt der offizielle Aufruf, eure Gärten verwildern zu lassen. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht das eine oder andere Bild von eurer Vogelfütterung zukommen lasst. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn wir euch irgendwann mal hier im Haus der Natur begrüßen dürfen. Abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss! Ciao!